Wie es aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Ja, immer noch. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Da geht's endlich mal wieder weiter mit unserer Karriere in Need for Speed. Wie gesagt. So, wir waren heute mal wieder ein bisschen in der Nacht fahren. Als hätten wir das ja schon in den letzten Folgen so gemacht. Ja, warum auch nicht? Weil, ja, wir wollen ja wieder ein bisschen leveln. Das ist so der große Plan an der Sache. Und da machen wir weiter. Geht, bis wir Level 40 erreichen. Jo, wir haben Mercer. Naja, zumindest die Wagen. Wir sollten uns treffen. Naja, auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Nichts Petit und ja, wir wollen, wie gesagt. Es fehlt noch knapp ein bisschen, bis wir Level 36 erreichen. Eventuell schafft man sogar heute schon Level 437 direkt mitzunehmen. Mal gucken, was wir in dieser Session schaffen bis Level 40. So, da hinten ist schon das Ziel, aber ich habe da hinten noch was gesehen. Hier ist es ein Punkt drin. Und ich habe da. Der sich jetzt hier hinten. Was ist denn der? Ach, da. Den ich wollte schon schnell mitnehmen. So, auf jeden Fall gehen wir mal einen kleinen Sprint weiter und das ist das heute nächste große Ziel. Let's go! So, Platz 1 zu erreichen, das sollte nicht das so große Problem sein. Aber wie gesagt, mal schauen. Mal gucken, ob wir zumindest auch die Reputationspunkte erreichen können, weil. Erreichen dürfen, so. Weil wir mal gucken. Ich habe mal ein bisschen Pech mit den Kopf, vielleicht auch nicht. Das sagen sie auch, nö, heute habe ich keine Lust auf die Jungs. Aber we will see. So, ich muss mich jetzt versuchen, mal wieder ein bisschen abzusitzen von dem Rest des Feldes, damit wir dann. Ich würde versuchen, dass wir gleich noch mal ein bisschen Kapsel an der Backe haben. Mal gucken. Einer hängt uns ein bisschen an den Fersen. Der gute Jens. Mal gucken, wie lange. Na gut, auch die Gegner lassen ein bisschen legen, ein bisschen mit Power zu. So, wir haben jetzt 40% weg, mal gucken. Jetzt komme ich ein bisschen weg, jetzt ist. Ui, zu knapp. Jetzt hat er ein bisschen das Problem, weil er nicht witzig kann. Und wenn du mit deinem scheiß LKW nicht stehen bleibst, die wird doch fest, dann krachen wir dann da, aber es hat funktioniert. So, da hinten ist ein Kopf. Also haben wir das gleich das Problem, dass der uns gleich jetzt entgegenkommen wird. Denkst du, du kannst mir entkommen?
durch dieses Querstellen letzte Mal natürlich ein bisschen mehr Angriffsfläche. Deswegen habe ich den diesmal so, wie ich es haben wollte, dass ich den direkt ausschalten konnte wieder. Also die anderen haben jetzt tatsächlich ein bisschen was an der Kopfzeuge schon an der Backe. Also die sind zum Beispiel schon mal nicht alleine. Der Zweitplatzierte, der gute Jens, hat mir mit einem Mal schon dran. Wir haben bisher noch das Glück, dass es nur der eine war, den wir aber relativ zeitnah, weil wir sie wieder haben ausschalten können. Aber gucken wir mal. Haben wir echt das Glück, dass wir jetzt tatsächlich nur den einen hatten? Wo wir damit davon ziehen, haben wir noch keine weiteren Kopfzüge mit einer Backe. Kann mir recht sein. So, da hinten wäre das Ziel. Machen wir dem Trauerspiel ein Ende. Es hat ja sowieso keiner mehr Sichtkontakt zum Zielfahrzeug. Alles klar, das ist ja mal ganz. So, riskieren wir es doch oder so mal. Sage ich lieber eher nicht. Theoretisch haben wir überhaupt noch irgendwas offen? Ich meine, wir hatten jetzt 36, vielleicht kriegen wir ja ein bisschen mit Glück. Hier oben ist noch, wäre noch eine Racing Story, Dämmerungstechnik. Oder das ist hier das Finale. Der war Gesetzesbrecher, ist glaube ich das Ende. Ja, da fahren wir dann, als machen wir dann die Racing Story hier oben. Toll gelaufen. Jetzt. Das fahren wir auf jeden Fall diese Folge noch. Ich mache jetzt hier noch kurz mal eben den Stufenaufstieg klar. Weil das ist mir dann doch ein bisschen du zu riskant. Du sitzt nicht im Knast, dein Wagen fährt noch. Das nenne ich eine gute Nacht. So, auf jeden Fall haben wir Level 36 erreicht und ich glaube, Level 37 noch nicht. Du kannst jetzt auf ein paar coole neue Teile zugreifen. Vor allem bei neuen Autos. Einfach, wenn ich was einbauen soll. Ford GT, Lamborghini Aventador. Noch ein Aventador, also als den als Roadster. Dann haben wir nochmal den als Coupé. Porsche 918 Spyder. Pagani Huayra WC. Okay. Also ein paar Supersportler. Gut, ich guck gerade, dass wir dahin springen. Keine Sorge, wir machen heute noch was. Es gibt jedenfalls neue Events, aber ich glaube, wir machen erstmal die Story. Wir bleiben sowieso jetzt mal in der Nacht. So, ich kann ja die kleine Abkürzung wieder runternehmen. Und dann fahren wir heute die Dämmerungstechnik.
Sagte ja, wir versuchen was Neues. Cool, endlich mal eine Herausforderung. Mal sehen, ob du das nachher auch noch denkst. Na ja, let's go. Sieh dich vor, dich erwarten ein paar irre Kurven. Das ist ein Dings? Naja, muss das schon mal versuchen. Der war verschwendet. Ja, das ist aber auch kein Drifter bei Lambo. Wie gesagt, ist nicht so leicht, hm? Ach, was? Das krieg ich sogar mit der Karin. Sieht halt sowohl kein Drifter ist. Gib mir einen Drifter und ich zieh dir das in für 2-3 Drifts weg. Das habe ich von dir schon besser gesehen. Glaubst du, Cops können driften? Ich kann den verdammten Wagen nirgends von mir sehen. Und dabei kommt der schwierige Teil erst noch. Du kommst doch quasi auch schon wieder erwischt. Ah, ich kriege trotzdem hin. So viel ist es nämlich nicht. Du musst deine Drifts länger ziehen. Oh, Alter, gib mir nicht auf Eier. Das ist kein Drifter, das ist ein Racer, mein Lambo. So, Aufgabe erledigt. Ist jetzt nicht so die Mega-Ausbeute, aber nun ja, who cares. Noch mehr von denen und du bist safe. Geschafft. Ja. Okay, der Kurs hat dich nicht gefordert. Aber ich denke, ich hab da einen, der es kann. Gut. Die Demo ist echt nur gut, wir haben sie abgeschlossen, ne? So. Gut. Dann guck ich gerade, haben wir hier noch. Ach, wie ist das vorhin? Fahr dir was kürzer, den sicheren, schnelleren Weg einfach geradeaus weiter. Ich hab schon gesehen, dass da ein Kopf hinterher kam. Ich fahre lieber die Bogies. So nah an der Spitze müssen wir clever fahren. Zieh dein Ding weiter durch. So, fertig. Komm rein und ignorier den Geruch. Das hier war Lukas Teenager-Bude. Ja. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed Heat und dann gucken wir mal, ob wir danach auch wieder ein bisschen in der Nacht fahren. Ne? Bis dahin.